Ja, seht mich an. Ich bin der große, grandiose, beste Kämpfer aller Besten. Der Schönste aller Schönsten. Der Ungeschlagenste aller Ungeschlagenen. Friss mein Schild. Zum Große wäre... Werte Lapinen und Lappen. Willkommen zu Charas. Mountain Blade, Penalord. Karawanenüberfall, aber das geht ja nicht, haben wir schon probiert. Was machen wir denn jetzt? 22. Wir könnten mal tatsächlich. Ja, ich meine jetzt eine Rundreise. Tatsächlich haben wir ja sonst nichts zu tun. Ich würde einfach mal sagen. Wir machen mal eine kleine Weltrumreise und gucken mal, was wir so alles. Oh, guck mal hier, 30 Blöder, siehst du, da haben wir ja schon, was ich suche. Stehen bleiben im Namen des Gesetzes! Oh, scheiße, die Provinzpolizei! Es tut mir leid. Okay, los geht's. So, angreifen. Oh, was ist das denn hier? Winter? Da sind wir wieder beim lauten Wind. Gibt's jetzt auch. Ja, es ist. Das ist auf jeden Fall neu. Archers, stand up, forward! Aufstellung! Oh, da sind sie schon! Ja, sehr gut. Aua. Sehr gut. Schnell raus aus dem Windstoß. Oh, das. Ich weiß, warum ich beim letzten Mal leiser gemacht habe. Nahkämpfer, Fernkämpfer, Schwertkämpfer. Oh ja. Sehr gut. Aber immer noch kein Scharfschütze. Dankeschön. Oh, wir müssen mal verkaufen gehen. Oh! Ah ne, das war schon immer. Da wird belagert, da wird belagert. Das ist natürlich blöd. Ach, ich weiß nicht. Sollen wir wirklich? Ah, egal, was soll's. Komm, dann gehen wir erstmal nach Ortesia. Wir schauen mal nochmal, wo. Guck mal, wo ist denn der Heiler? Dann können wir ja diese Folge vielleicht mal den Heiler anwerben. Schildstöße fügen 25 mehr Schaden zu und betäuben euren Gegner länger. Oh, das könnte in der Arena sehr hilfreich sein. Oder Handammung eurer Einhandwaffen verbessert sich um 20%. Die Truppen in ihrer... ja, das mit dem Schild betäuben könnte aber echt gut sein. Erleiden in Schildformation 4% weniger Nahkampfschaden. Ja. Ach, das ist auch geil. Ah, jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Doch, geht. Geht das denn komplett? Also, die Truppen in eurer, in euch geführten Formationen sind mit Einhandwaffen so effektiv, als wären sie einen Rang höher. Aber wenn sie den Maximalrang haben, egal, das machen wir mal, glaube ich. Aber das wäre schon im Arena-Kampf nicht schlecht. Aber wenn ich ein Schild habe, bin ich ja sowieso schon besser. Und weniger Nahkampfschaden ist auch nicht schlecht. Und ich weiß nicht, was das bedeuten soll mit eure Truppen in der euch geführten Formation sind mit einem Einhandwaffen so effektiv, als wären sie einen Rang höher. Also, ich meine, die sind so oder so krass zum Prügelknechte. Also, das weiß ich auch nicht. Braucht Hilfe im Kampf gegen Räuber. Ja, das machen wir. Das ist gut. Ei. So, du hässlicher. Oh, zwei Gruppen nur. Na gut. Ich wollte jetzt gerade quicksafen, aber brauchen wir ja gar nicht. Fünf. Wenn wir nur zwei brauchen, können wir auch ein bisschen reinhauen. 19. We're just harmless. Yeah, we are just harmless travelers. Ja, ja, klar. Oh, das ist ja eine coole Karte. Guck mal.
wenn sie hier landen, oder was? Cool! Archers! Forward! Stand upon! Infantry! So, die dahinter. Da bin ich drin. Ja, ich muss mal gucken, was ich mit der Kamera machen soll, aber das ist ein bisschen blöd. Schöne Bilder, schöne Bilder. Ich will dahin. Lass mich doch dahin. Nein, nicht die Armbrustschützen, die müssen zurück. Einer flieht. Lancelot, schnell. Ja! Gott, Walters Erbe! Das Große aller Großen! Komm, machen wir den Fünfer noch? Oder sollen wir direkt nochmal einen machen? Oh, ich hab grad... Doch! Ah, hier! Tut mir leid. Oh, jetzt haben wir schon diese mit dem Knüppel. Sehr gut. Okay. So, okay. Entsende Truppen. Entschuldigung, ich musste gerade was klären. So. So. Komm nach Otisia, will ich mal. Halt, warte, N. Wo sind denn unsere... Da. Der ist in... Ja, da wollen wir sowieso hin. Das ist ganz gut. Das ist quasi... Aber wo ist denn Quasira? Da. Und ist er dann da noch? Keiner da. Ne, machen wir noch nicht. Noch fangen wir damit nicht an. Mit dem Schmieden. Maultiere essen. Alter, guck mal, jetzt haben wir schon 3000. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt wird es aber Zeit hier. Fernkampf. Einfache, leichte Armbrust. Ja, wir müssen ja klein anfangen. Mit dem kann ich sowieso nichts anfangen, mit dem Speer. Distanzpfeile, panzerbrechende Pfeile. Wir brauchen schwere Bolzen, leichte Bolzen. Machen wir schwere Bolzen. Bang. Weg damit. Dann nehmen wir noch ein bisschen was zu essen. Was zu messen? Nein, kein Hartholz, aber brauchen wir so oder so. So. So, jetzt haben wir die Armbrust. Armbrust! Und jetzt geht's in die Wüste. Auf in die Wüste. Oh, er läuft in die Falle, oder? Ja, mit dir, du Lappen. Gucken, ob das jetzt mal... Ah, guck mal, siehst du, da haben wir einen Toten. Okay. Ne, nehmen wir nicht mit. Aber wir können einen aufwerten. Oh ja. Vlandischer Feldwebel. Warte mal, wie sind die eigentlich mittlerweile ausgestattet? Immer noch mit dem Knüppel? Aber ich glaube, mit einem längeren Knüppel, ne? Weil die hatten so einen kleinen Knüppel, damit waren die ziemlich schäbig. Kein Arena-Kampf, aber gehen wir weiter. Obwohl, wollte ich einen rekrutieren? Nee, ne? Ja, ich will eher große Plünderergruppen angreifen. Wie gesagt, damit kann ich nichts anfangen. Ah, da müsste noch ein Quasierer sein. Vielleicht. Durch die Wüste. Ja, die ist leider nicht so groß. Tatsächlich ist es nur so ein Streifen. Also sie ist lang. Aber wäre cool, wenn die hinten noch was reinmachen. Irgendwie noch eine Fraktion. Weißt du, dann haben wir da so die richtigen
Afrikaner. Wie hieß der nochmal bei Roman? Wie hieß der denn nochmal? Nubia, oder? Ich weiß nicht mehr, das war ziemlich cool. Wollte Mauren sagen, das wäre ja peinlich gewesen. Der Wundarzt, da ist er, reden! Right. So, who might you be then? Ich bin der Beste und ich will, dass du bei uns mitmachst. Nur 400! Nee, davon nehmen wir keinen mit. Ich will jetzt mal rein landisch bleiben erstmal. Jetzt haben wir unseren Wundarzt, also benennen und so kann ich dir nicht, Leute. Das ist alles noch nicht um... Ne, der ist erstmal nur da. Ich glaube, hier kann ich auch nichts machen. Ich meine, das ist... Umtaufen oder so. Ah, Clan Bini Sial. Silal. Halal. 141. Nämlich die sind nämlich so nubisch, ja? Ja, schwarz halt, nicht braun. Ja, so richtige Vollblut-Afrikaner. Das ist schon ziemlich cool eigentlich, finde ich, sowas. Weil das, sowas sieht man echt selten in Spielen, ne? Hast halt Araber oder so, aber so richtig Schwarz-Afrikaner hast du eigentlich nie. Oder selten. Ein bisschen Abwechslung hier. So. Zur Arena gehen. Turnier. Man muss ja schon Angst haben, das Wort schwarz zu sagen. Setzen. Los geht's! Oh! Weil da will ich schon echt gerne spielen. Also ich hoffe, sowas machen die. Auf jeden Fall ein paar mehr Fraktionen, die vom Zentrum der Karte weggehen. Ja, jetzt können wir ein bisschen werfen. Oh, 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 die haben noch was zum Werfen. Könnte unser sofortiger Tod sein. Nein, nein, da wirst du wohl. Na, endlich. So, weiter im Text. Ist das jetzt drei? Ne, vier, aber wo ist denn der? Ach, da hinten. So, die Standard kann man auch ein bisschen zurücksetzen. Ja. Ein schwerer Reiterstreikkolben. Oh, das könnte abwechslungsreich sein. Scheiße. Eins gegen eins. Sehr schön. Woo! Seht ihr das? Seht ihr das, ihr Wüstenbewohner?
Der Mann aus Flandia ist eingetroffen. Ein Held ohne Gleichen. Meistert jede Waffe, auch eure exotischen Wurfspeere. Komm, kannst noch besser werfen. Los. Ja, ich fange den sogar für dich. Guck. Oh, daneben. Och, das gibt's doch nicht. Guck mal, so geht das. Ja, seht ihr das? Seht ihr das? Also, das habe ich ja schon mal ein paar Mal erzählt, ne? Also, eigentlich sollte jetzt, also kann man sich vorstellen, dass die wahrscheinlich dann hier, ne? Irgendwie so numibische Fraktion reinbringen. Ne, es geht ja total weit, das ist ja quasi irgendwie, kommt das ja so einem, so ägyptisch nachempfunden. Ja, obwohl hier das eigentlich eher so die Araber sein sollen. Oder Arabien. Und hier oben geht's ja auch noch weiter. Da könnten sie auch noch wahrscheinlich irgendeine Steppenart reinbringen. Eine Steppenart, Entschuldigung. Und, ja, und die Nordmänner, sind ja nicht die Storia, das sind ja eigentlich so eher so slawische Nordmänner, ja? Die sind, ne, anstelle von Wikingern. Und die Nord sollten ja wie so eine Pest auch kommen von Norden. Halt quasi irgendwo noch weiter. Ja, das kann sein. Oder sie bringen noch eine neue Fraktion rein, die übers Meer kommen. Weil, das fehlt einfach. Schiffskombat, das gibt's in allen Warband-Teilen, gibt's Mods, da gibt's Schifffahrt und die entern sich auch und so. Natürlich ist das so ein bisschen gescriptet, aber es ist da und es ist total cool. Aber sie haben es halt noch nicht drin. Es gibt's als Testmod und so auch schon alles. Es gibt auch schon, glaube ich, Mods mit Schiffsentern und so. Also, das ist krass, ne? Es ist richtig krass. Ja, Angriff. Mountain Archers! Ja, ich muss mal gucken, also vielleicht nach den nächsten paar Aufnahmen, dass ich das mit der Kamera besser hinkriege. Aber die sind weit weg. Ich lasse sie einfach angreifen. Kavallerie kommt zu mir. Und wir machen mal ein bisschen Schießübungen. Aber zu Fuß, weil wir dadurch Scheiße. Auch Athletik skillen. Wenn es noch so ist. Sehr gut. Guck, Athletik. Hab ich doch gesagt. Lancelot, lauf! Angriff! Und ist umgefallen! Guck, ich kann das noch beim Gehen benutzen. Nein, das war meiner! Exekution, wer war das? Na gut, ihr dürft jubeln. Das sieht geil aus, ne? Mit unseren Bannerfarben und Schilden. Richtig gut. Sehr gut. Oh Mann, das Spiel ist schon sehr exzessiv gut. Jedes Mal, wenn ich anfange, denke ich das. Es könnte aber noch viel besser sein. Noch viel besser könnte es sein. Ach, wir müssen unseren Landarzt jetzt mal hier ein bisschen ausstatten. Ich gucke jetzt auch nochmal wegen dem Companion Renaming. Guck, jetzt können wir hier oben switchen. Hier ist er. Das erinnert mich total an Diablo immer, ne? Komm, wir geben mir mal den schweren Reiterstreitkolben. Und ein Maultier als Pferd. Nein, wir lassen ihn erstmal zu Fuß. Was haben wir denn sonst noch hier? Ach, scheiß drauf, wir kaufen ihm irgendwas Neues. Können ihn zum Anführer der Infanterie machen. Oder wir lassen sie bei mir. Ne, wir müssen den schon irgendwas geben. Wir können auch aus dem Bogenschützen machen. Steppenbanditen, die sind aber immer zu schnell. Das kann man vergessen. Okay. Ja, was wäre denn... Wie viele darf ich denn haben? Wo war nochmal der Clan? Also hieß der Clan. Wir können 3 Gefährten haben. Da irgendwas geändert? Lehen, Städte, Burgen, Werkstätten 01, Unterstützer. Was zur Hölle ist ein Unterstützer? Das ist aber neu. Kann ich so einen Patron haben, der mich irgendwie finanziell unterstützt? Ja? Wir müssen jetzt nochmal gucken, ob wir vielleicht Mörser
Söldner werden, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie ich auf Mörser komme. Ja, wir müssen Mörser werden. Wir durchstreifen das Land und machen bei allen Turnieren mit. Bis wir der Streiter Calradias werden. Oh ja, cool. Wir haben die coolsten Torsos. Ich meine, Umhänge. Ich weiß nicht, ob andere Fraktionen mittlerweile auch coole haben. Oh, das ist aber grell hier. Ja, seht mich an. Ich bin der große, grandiose, beste Kämpfer aller Besten. Der schönste aller Schönsten. Der ungeschlagenste aller Ungeschlagenen. Friss mein Schild. Und du schimpfst dich Katafrakt? Sieh dich an. Du bist ein Wrack und kein Katafrakt. 360. Oh, scheiße. Oh. Ich habe ihn sogar getreten, habt ihr gesehen? Mann, ich war sehr enthusiastisch. Aber es ist halt eine KI. Ist eigentlich ja kein Problem. Ja. Scheiße, das ist ein Problem. Das ist auch ein Problem. Okay, wir machen erstmal hier weiter. Für Gott, Walter! Und das Königreich! Ja! Seht ihr das? Ihr Lappen. Aller Lappen. Ah, ich muss hier auf jeden Fall gewinnen. Ich muss mich anstrengen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Na toll, das ist jetzt ein bisschen... Das ist immer sehr kritisch, wenn die nämlich ganz schnell den einen ausknipsen, dann sind zwei gegen einen. Und dann ist schon wieder hart. So, Finale. Jetzt einfach konzentrieren. Geschafft. Puh. Ich habe gewonnen, oder? Habe ich gewonnen? Ja! Ja! Drei Ansehen. Der Arena-Massaker-Lord. So. Okay. Athletik. Da ballern wir noch mehr rein. So. Verringert das Gewicht eurer Rüstung um 15%. Das ist ziemlich gut. Zu Fuß eure Waffenhandlung. Nee, nee, nee. Rüstung. Weil schwere Rüstungen machen einen richtig langsam. Und 50% weniger Gewicht ist schon mal ganz gut. Und jetzt gibt es erstmal Fett. Yeah. Oh, cool, das ist neu. Guck mal, wie cool das aussieht. Ist aber nur Leder beschlagen mit ein bisschen, was weiß ich, Nieten. Aber ich meine, es ist gepolstert. Ich beschwere mich mal nicht. Wieder ein Sieg in der Arena. Wenigstens gibt es hier keine Hippen. Keine Hippen. Keine Hippen, Hippen. Ja, wir müssen mal gucken. Ich bin gespannt, wie wir vorgehen. Also, es ist... Bleibt wieder in der Waage. Wie gesagt, ich würde gerne in Vlandia starten. Das ist am schwersten. Am Ende bin ich wieder irgendwo anders. Aber... Es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Wir wären jetzt erstmal Söldner bei Vlandia. Das wäre schon... ziemlich lukrativ. Da sind wir zwar mit in Kriegen, aber... Oh, hier, Poros. Die Wanderin, was hat die denn? Scout, brauchen wir auch einen Speer? Briges, die Wanderin. Oh, guck mal, die hat ja... Wie sieht das denn aus? Hat die aber ganz schön ausgepolstert, oder? 100-100, sonst sieht das gut aus. Was ist die denn? Das sieht doch kühn. Die kühne Frau, nicht rechtsklick. Well now, stranger. Peace to you. Okay. Willkommen. Jetzt haben wir einen zu viel, ne? Ne, wir dürfen sogar. Okay. Jetzt haben wir noch einen.
Oh, das. Ach nee, das Turnier habe ich vergessen. Entschuldigung. Die nehmen eigentlich auch bei den Turnieren teil. On Helm. Oh, guck mal. Schicker Mann. Schicker Mann. Was soll das denn? Ah, scheiße. Oh, scheiße. Die already! Oh, das war knapp. Ich kann natürlich auch in die Richtung blocken, dann bringt das mehr. Aber bis mein Schild kaputt ist, komm. Ist doch so mal ewig. Ach du Scheiße, ich habe gar kein Schild. Nein! Oh. Ich bin aber trotzdem weiter. Ich müsste weiter sein. Komm schon. Nein! Ach, scheiße. Das Team kommt weiter, ne? Ich hätte die Waffe wechseln sollen, aber hätte Fahrradkette. Oder X drücken. Aber ich glaube, das hätte ich auch nicht mehr geschafft. Zum Waffe wechseln. Nahkampf oder Fernkampf. Das kann man mit Wurfwaffen ja machen. Na gut. Ausreden, ausreden. Verkackt heißt verkackt. Oh, nächstes Turnier. Ey, das ist aber echt turnierreich hier. Wäre cool, wenn es da irgendwie so ein großes Turnier geben würde. Ich meine aber so ein Landesturnier. Das wäre schon ziemlich abgefahren. Es gibt ja Mods, die auch das ganze Turnier ausbauen. Aber wie gesagt, wenn ich Spiele spiele, bin ich eigentlich lieber bei der Vanilla-Version. Oh, scheiße, das ist nicht so gut. Welches Team sind wir? Grün. Das ist ein Langbogen, scheiße. Scheiße, ich bin nicht so gut mit dem Langbogen. In die Eier! Oh, das ist unserer. Okay, gut zu wissen. Ist das unsere Speertante? Ja, los, zeig's ihnen! Komm, schieß einfach mal in die Menge. Irgendeiner muss ja dann mal irgendwann überleben. Ja, los! Hol sie dir! Das war zu hoch. Also man kann Rechtsklick drücken, dann legt er den schon drauf. Dann spart man sich quasi eine Nachladeanimation. Ah, das ist unserer. Scheiße. Oh, tut mir leid. Noch mal einen hinterher. Ja, da warst du über... Ist das nicht unserer? Ach so. Der wäre noch von uns. Frage, ob ich genug Zeit habe zum Nachladen. Das war's. Pass auf. Ja!
Ja, genau so geht das. Oh, die armen Pferdchen. Aber ein bisschen Schwund ist immer. Das war gerade mal Kampf 1. Headshot. Scheiße. Du, ich schmeiß aus meiner Gruppe, wenn du mich tötest. Ja! Ja, ja, die hat jetzt extra verloren. Das ist gezinkt hier alles. Okay. Yo, oh shit. Ja, sehr gut. Ich weiß, ich bin doch der Beste. Sehr. Schulterklopfen, sehr gut. Da stehe ich total drauf. Habe ich mir auch verdient. Ah, okay, das können wir jetzt nicht verlieren. Also man kann es immer verlieren. Sehr schön. Das war doch cool. 1500. 15.000 wäre schön. Jetzt haben wir ein paar andere. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, den Helm haben wir noch gar nicht. Ich meine, das kann ich mir alles kaufen, ne? Also ich mache das ja meistens nicht. Also hier sind Waffen. Ja, Bartachs, Streitachs, Pilum, Hackbeil. Das ist aber... Ach, das ist so ein Schwert mit oben so einer breiten Klinge, ne? Hä? Hier sind die Feinstahlspeere mit Banner dran. Aber Banner selber... Hm. Vielleicht kommt da nur das Drachenbanner rein dann. Offene Kettenhaube. Wir können ja sowas kaufen, ist doch egal. Machen wir das einfach mal. Dann haben wir mal ein bisschen, bisschen Dingens. Ein bisschen Dingens, ein bisschen Freude. So, jetzt müssen wir noch über die Bergkette und dann hinten fängt dann schon wieder Vlandia an. So hinter, dahinter, dahinter, dahinter! Gut, Leute, ich muss jetzt mal aufhören. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Mountain Blade Bannerlord. Ihr seid die Besten und die Geschichte wird glorreich werden. Also bis dahin wie immer. Haut rein, Leute.